Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part mal wieder zu Sonic Forces. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben wieder ein weiteres weiteres Gebiet quasi freigeschaltet. Ich wollte eigentlich ein anderes Wort dazu sagen, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht so richtig. Aber egal, wir machen direkt hier weiter. Es geht hier... Das Stellwerk-Waffensystem ist deaktiviert. Das ist deine Chance. Los! Zerstöre das Stellwerk und schalte den Saft ab. Du klingst, als sei das ein Kinderspiel. Das ist ein Stellwerk. Keine Sorge, der andere Sonic hat alles unter Kontrolle. Es geht auf jeden Fall weiter beim Death Egg, wollte ich eigentlich nur sagen, aber ja gut, ne? Ja. Werden mir schon die Worte vorne hinweggenommen. Find ich geil. Naja, gut. Okay, die Musik ist komisch. Ja, das werden wir schon. Was sind das für komische Leuchtdinger, ey? Eine andere Art von der Plattform. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt tot. Ach du Scheiße. Ja gut, dann ja, ich laufe einfach mal weiter nach rechts. Also wird schon nichts Schlimmes passieren, denke ich mal. Oh, außer vielleicht hier mal etwas aufzupassen hier. Ist auch noch so ein Fließband, wo wir auch noch die ganze Zeit drauf sind. Okay, gut. Na lieber, ja, wunderbar. Mhm. Dann nehmen wir mal hier mal die paar Ringe mit. Hä? Warum wurde ich jetzt auf einmal davon getroffen? Hä, vorhin nicht? Achso, das leuchtet mal nicht, oder was? Hä? Okay. Keine Ahnung. Checkpoint. Gute Sache. Ach, der Vektor, ey, der Vektor. So, soweit, so gut. Ist wohl verschiedene Gravitationen oder was? Oder wie? Nein, geh weg, geh weg. Geh weg. Okay. Oh, war gar nicht mal so schwer. So. Kann ich die kaputt machen? Nö, das sind nur so irgendwie irgendwas zu Dego. Mhm. Ah, die Fließbänder sind schon so ein kleines Hindernis, ne? So eine kleine Behinderung. Hä, ich komme nicht da ran. Ach so, erstmal so wahrscheinlich. Ich will mal die Ringe noch holen. Bringt das überhaupt was, dass ich da dagegen springe? Also mal erstmal so. So. Ach so, für den Ring halt. Sogar der Vorletzte. Also müssen wir das Level sogar gleich geschafft haben. So. Weil das ja gerade mal das Vorletzte war, weil, wie gesagt, ich sammle die ganzen Ringe nicht. Ich weiß ja nicht, ob die irgendwie irgendwas vonnöten haben. Ich habe ja hier schon gehört, dass es irgend so eine, dass man eine Super Sonic benutzen kann oder so. Aber das gilt wahrscheinlich nicht für die Switch-Version. Und das war gerade ein bisschen komisch, aber ja, okay, gut. Nee. Boah. Alter, das war jetzt ein bisschen heftig, ne? Okay. Muss ich mich schon ein bisschen dran gewöhnen, das kommt irgendwie ein bisschen komisch. So. Nein. Sowas ist immer spontan. Weil die ganze Zeit musst du hier nur rennen, um halt durchzukommen. Und dann irgendwie kommt eine Jump-and-Run-Passage oder was. Überhaupt nicht spontan. Deswegen konnte ich jetzt nicht so schnell reagieren. Mann! Ja, jetzt habe ich keine Ringe mehr. Dann nehme ich wenigstens die ein, damit ich überhaupt welche habe zum Überleben. Yeah.
Sieht aber irgendwie voll komisch aus irgendwie. Ja, wie lang denn noch? danke. Okay, uff. Unzerstörbar. Oder so. Ja. Yay, geschafft. Und das ist der Kern vom Death Egg, oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Das wird auf jeden Fall safe ein S-Rang, wunderbar. Da gibt es bestimmt wieder irgendwas. Weil, wie gesagt, wenn man immer in einem Level einen S-Rang haben, bekommen wir auch nochmal was dazu. So, das haben wir abgeschlossen. Naja, Alter. Naja. Ah, die Schuhe sehen okay aus. So, vom S-Rang bekommen wir ein paar Knieschützer, wieder dasselbe, nur in blond. Sieht aus wie eine Ritter, wie eine Ritterrüstung. Aber okay. Cutscene! Taktischer Rückzug, um unsere Streitkräfte neu zu mobilisieren. Taktischer Rückzug? Soll das heißen, mit eingezogenem Schwanz abhauen? Darüber bin ich gar nicht erfreut, Doktor. Klappe und folge mir einfach! Was? Wir haben immer mehr. Jetzt gehört uns sogar auch noch das Death Egg. Geheimes Level freigeschaltet. Du kannst jetzt Laserkanone einspielen. Hatten wir nicht so mal eher sowas ähnliches der Fall? Irgendwie gehabt. Feuerkanone. Was war das jetzt, was wir jetzt haben? Ach so, Laserkanone. Es ist immer nur irgendwas mit Kanone. Okay, jetzt wird der Block. Was anderes. Und da ist wieder Kanone. Okay. Na, dann machen wir das mal, ne? Ja, man merkt schon so an Infinite. Ja. Er hat irgendwie keinen Bock mehr auf den, so ein bisschen, ne? Aber ja, gut. Mal schauen, wie lange das Infinite noch durchzieht. Geht das jetzt die ganze Zeit so? Warum dann Laserkanone? Das hat nichts mit der Kanone zu tun, das sind nur Laser. Wie bei Star Wars. Vielleicht auch ein kleines bisschen schneller, weil ich will nicht getroffen werden, dann... Ja. Lässt das Karma wieder grüßen, ne? Denke ich jetzt mal. Aber gut. Das sind zum Glück sowieso nur so kurzen Level, diese Geheimlevel, ist auch gut so. Nein, bye. Es geht eigentlich. So schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Wie kommt jetzt weiter nach oben? Hä? Ja, ist ja gut. Ja, jetzt bin ich tot. Ich habe noch einen Ring gehabt. Nein! Oh! Ich habe keinen Ring mehr. Ich habe keine Ringe mehr. Scheiße! Wo geht's nach oben? Hier. Ja gut, ne? Wie soll ich denn das jetzt schaffen, bitteschön? Ach so. Ja, okay. Ach, du Kacke. Ich will jetzt nicht sterben, ne? Hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ach, ist sogar nur noch hier oben. Okay. Ach, du Scheiße. Ey, ich wäre jetzt bestimmt noch so safe gestorben, ey, aber zum Glück habe ich mich ein bisschen vorsichtig hier daran getastet. Oh, gut.
An den Bohrer-Wisp? Haben wir bis jetzt noch nicht mal einmal benutzt. Gab's den überhaupt in irgendeinem Level? Falls ja, ist mir das gar nicht aufgefallen. Okay. Haben wir da so ein SOS? Ja, ich will nicht nochmal bei diesen SOS-Leveln verkacken, also lasse ich das lieber. Ich will noch schnell zum Avatar, damit wir das mal umändern können. Wir haben meistens nur diesen Feuer, ey. Wir haben selten diesen Asteroid benutzt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwann nochmal diesen Bohrer gibt oder so, deswegen... das ist sogar der einzigste. Der hier hat ja noch was. Bisschen mehr Speed, ich nehme mal den hier. Dass wir mal einen Bohrer haben. Vielleicht kommt der noch ein Level dann noch einer hier. Dann können wir das mal benutzen, ne? Wo geht's jetzt hier weiter? Ne, warte mal, komplett falsch. Hier. Einsatz erfolgreich. Das Signal des Phantomrubins ist viel schwächer. Das sollte die stärkste Waffe von Dr. Eggman außer Gefecht setzen. Shadow des Synchro ist immer noch scheiße. Die Sonics haben uns eine Gelegenheit geschaffen. Die dürfen wir nicht verschwenden. Das ist der Moment, auf den wir gewartet haben. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Jetzt, da der Phantomrubin aus dem Weg ist, können wir endlich Dr. Eggman zu Omelette verarbeiten. Hey, man soll die Hühner nicht zählen, bis man die Eier zerdeppert hat. Rouge hat recht. Wenn Dr. Eggman und Infinite noch in der Gegend sind, müssen wir weiter aufpassen. Ich will nur, dass alle sicher heimkommen, okay? Okay, in Ordnung. Alle bereit machen zum Gefecht. Das Ziel ist Dr. Eggman am Zentralturm. Ja, einwandfrei. Metropolitan Highway. Klingt irgendwie komisch. Aber okay. Sei es mal dahingestellt. Wir kämpfen hier um unsere Welt. Nicht einmal, nicht umbringen. Konzentriert euch auf die Mission, egal was passiert. Auf geht's, Leute. Angriff! Oh. Ich hab den Tod schon fast wieder gesehen. So. Also, nächster Ziel ist einfach Dr. Eggman wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, wie es dann abläuft. Da haben wir schon so einen strategischen, wundervollen Plan, der niemals schief gehen kann. Also von daher. Okay. Den nehmen wir einfach mal mit, weil auf dem Weg und so. So, passt. Ich hab es nicht so abgepasst, scheiße. Wenn wir Dr. Eggman kriegen, siegen wir. Finde heraus, wo er ist, Sonic. Wir geben dir so viel Deckung wie möglich. Okay, Dr. Eggman jagen ist meine Spezialität. Ich hab ihn in 0,0. Geht so weit, so gut. Hä? Hallo? Hä? Hä? Der war sogar anvisiert. Warum konnte ich nicht angreifen? Betrug. Da kann ich noch nicht mal was dafür. So viel Deckung wie möglich. Okay, Dr. Eggman jagen ist meine Spezialität. Ich habe ihn in 0,0. What the fuck? Wenn wir Dr. Eggman kriegen, siegen wir. Finde heraus, wo er ist, Sonic. Wir geben dir so viel Deckung wie möglich. Okay, Dr. Eggman jagen ist meine Spezialität. Ich habe ihn in 0,0. Ich glaub da jetzt vorsichtig lang, ne? So, jetzt kann ich wieder Gas geben. So. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, ne, dann raste ich aus, ne? Okay, gut. Jetzt auf einmal, ne? Weil ich ja nicht den Gegner anvisiert habe mit dem Ring. Also da sollte ich lieber etwas aufpassen. Boah, ich wäre jetzt wieder fast gestorben, ne? Ohne Witz. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Es ist doch Müll. Ja, gut. Ja, auch gut. Was sind das für komische Plattformen? Das sieht fast aus wie Dings hier fast. Nur ein bisschen krasser. Ich komme nicht drauf. Scheiße, egal. Wie Sky Sanctuary, ey. Nur ein bisschen futuristischer? Ich weiß nicht.
Also es kommt mir nur so vor irgendwie, ich weiß nicht. Weil so vom Design her und das alles. Boah, diese Stacheln, Alter. Ein bisschen asozial. Die Plattformen bewegen sich ruckartig, das finde ich jetzt nicht so geil, ne? Ich habe nur gesprungen. Chill doch mal. So, ich möchte gerne da hoch. Wenn das ginge, okay, dann halt nicht. Irgendwas zu bedeuten? Ne, das ist nur so. Oh, Alter, dass sie sich so ruckartig bewegen, ne? Das ist unnormal heftig. Okay, gut. Weiter geht's. Darf ich hier keinen Speed aufnehmen? Kann ja nicht irgendwie bei 3D-Passagen irgendwie so driften. Geht das nicht irgendwie? Da läuft ein heftiger Kampf. Keine Ahnung. Unsere anderen Truppen sind auch in Bewegung. Wir können es schaffen. Einfach alle weg hier. So. Ach, da ist er ja schon. Der Gute. Da ist er ja schon. Da haben wir's. Gibt es gleich hier ein Bossfight oder was? Oder wie? Was? Luftturbo? Luftturbo? Was? Luftturbo? Ein Turbo während der Luft ausfüllen, ausführen oder was? Ausfüllen. Okay. Ja, wieder komischen Stuff oder so, den ich niemals benutzen werde. Wobei, der Ritterhelm sieht irgendwie cool aus. Ja, okay, gut. Haben wir jetzt wieder eine Cutscene? Oder wie sieht's aus? Okay, doch nicht. Auch wieder mit beiden. Oh, cool. Hey, wir machen jetzt hier direkt weiter. Level 24, Metropolis, Null Space. Es hat aber direkt gestartet. Ohne irgendwas. Ohne Einblendung. Okay, es ist wieder Zeit für den Cutscene. Schön, dass du kommst. Zu deiner Beerdigung. Infinite, leg los. Nimm das. Was ist das? Das, mein stacheliges Freundchen, ist Nullraum. Nullraum? Ein netter kleiner Ort, den der Phantom-Rubin ausgeheckt hat. Ein verschlossener Raum, wo überhaupt nichts existiert. Mach's gut, Sonic, mein baldiger Ex-Lieblingsgegner. Viel Spaß in dich. Nein, tu's nicht, du wirst auch hineingesaugt. Aber wir haben die Energiequelle des Phantom-Rubins doch zerstört. Da du immer die Energiequelle meiner Waffen zerstörst, dachte ich, ich sollte aus meinen Fehlern lernen. Also ließ ich unter Metropolis eine Ersatzenergiequelle bauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt ein bisschen heftig. Hier haben wir wirklich nichts und zu es suchen. Sieht komisch aus. Ah, nice. Aber ohne, mit der geilen Musik, voll schade. Ja, und jetzt kommt da überhaupt irgendwann mal ein Ziel überhaupt. Ah, jetzt, okay. Das war ein bisschen komisch. Aber okay. Nee, hey, geh doch hin. Hey, bist du dumm? Ja, Nochmal. Was ist los, Mann? Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Ich geh doch extra dahin. So, nochmal. Mach doch nicht. Warum macht es dann beim ersten Mal und dann nicht beim zweiten Mal? Verstehe ich nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich die Stick-Steuerung benutze. Oh, so geht's besser. Ja, pff. Keine Ahnung warum. Fragt mich nicht. Hat wahrscheinlich keinen Bock gehabt auf dem Stick. Ich habe jetzt einfach die LR-Tasten benutzt dafür. Da hat's funktioniert. Frag mich nicht warum. Doch.
Nice. Beste Musik ever. Ja, wobei Theme of Infinite ist beste. Aber das ist auch geil. So, ich dachte jetzt schon, hä? Wo werde ich denn weggesprungen? Ich dachte jetzt schon. Oh, die Musik ist so göttlich. Einfach weg damit. Scheiß auf die Feinde. Ja, jetzt ist es auf einmal dieser Feuerwisper oder so, wenn ich richtig gesehen habe. Und wir haben gerade den Bohrer. Wow, toll. Das nehme ich einfach mal auf den Weg mit, weil, wie gesagt, ist auf dem Weg. Da kann ich mir schon sowas gönnen. Aber sonst nicht. So, alle weg mit euch. Ich habe noch, ich hab noch so eine, so einen Ring gesehen. Ach, egal. Ich nehme sowieso nicht alle mit, also von daher. Okay, das war jetzt meine Schuld extra. Okay, war ich ein bisschen zu schnell. Ja, der rote Wisp da. Toll, dann noch einmal, ne? Es kann nicht sein. Aber den nehme ich trotzdem mal immer wieder mit, weil auf dem Weg und so, habe ich ja schon gesagt. So. Aber nur am Grinden gerade, ne? Ich wollte einfach nur die Musik gönnen, deswegen habe ich erstmal nichts gesagt. Das ist einfach, oh, ich finde es einfach geil. Allgemein, so Sonic Soundtracks sind immer richtig episch irgendwie. Und gerade bei Sonic Force ist es einfach nur göttlich. So, weiter geht's. Und wir auch weiter nach oben, ne? Okay, geschafft. Da sind auch noch beide oben. Na toll. Ja, mit dem A geht's eigentlich voll gut, klar. Einmal freie Spitze. So, was bekommen wir da wieder für Zeugs? Naja. Ah, das gefällt mir irgendwie nicht alles. Es gibt so ein paar Dinger, die wirklich gut aussehen, aber irgendwie. Der andere Kram. Okay. Cutscene. Entschuldigung, Was? Was? Das kann nicht sein. Es ist unmöglich, aus dem Nullraum des Phantomrubins zu entkommen. Vielleicht nicht allein, aber mit etwas Hilfe von einem Freund schon. Aber davon verstehst du nichts, da du schließlich keine Freunde hast. Das ändert nichts. Dr. Eggman wird trotzdem zuletzt lachen. Vielleicht hätte er Freunde, wenn er nicht immer in der dritten Person über sich reden würde. Das ist wohl wahr. Und noch mehr zurückerobert. Wird ja immer besser. Nice. Wunderbar. Der Turmblock 1 ist jetzt freigeschaltet. Ah, da geht's schon langsam so zum leichten Finale. Weil, wie gesagt, wir sind ja bald fertig. Und es ist schon schön. Aber wir haben ja schon viel zu lange wieder gemacht, beziehungsweise erstmal Part Schluss. So krass in die Länge ziehen will ich es nicht noch mehr. Aber trotzdem würde ich mal wieder sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, aber wäre geil. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich, wie gesagt, über ein Abo freuen. Um keine Videos auch zu verpassen, auch die Glocke aktivieren darauf. Und ja, sonst das Ganze findet ihr noch in der Endcard, sowohl in der Videobeschreibung, alles Nötige. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut. Tschüss.